Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier oben zum dritten Mal Harder 13 Cup hier in der SAP Arena. Und wir begrüßen zum kleinen Warm-up die deutsche Nationalmannschaft im Sepak Takra. Da unten stehen sie im Dress der deutschen Nationalmannschaft und neben mir steht der Tim. Und lieber Tim, jetzt spielen die Jungs da mit so einem kleinen gelben Ball. Vielleicht fangen wir mal bei den Basics an. Woher kommt die Sportart? Und was machen die Jungs da gerade und wieso ist der Ball so klein? Das Spiel selber kommt ursprünglich aus Thailand und Malaysia, beziehungsweise Südostasien. Seit wann gibt es die Sportart in Deutschland? Und ich wusste gar nicht, dass es sogar eine Nationalmannschaft gibt. Die Sportart gibt es in Deutschland seit circa 10 Jahren. Den ersten Verein gibt es seit 2003. Und vorher haben wir ein bisschen Hobbykick-mäßig gespielt, dann irgendwann den eigenen Verein gegründet. Ja, und jetzt stehen wir hier als deutsche Nationalmannschaft. Und wart ihr auch schon international tätig auf Turnieren, weiß nicht, Olympische Spiele oder Weltmeisterschaft, gibt es sowas? Wir haben zum einen in Europa eine Euroseries, also eine Liga mit circa 8 Turnieren im Jahr. Dort spielen wir in Frankreich, in Straßburg zum Beispiel, in Basel, in der Schweiz und ja, in Europa. Der Sport wächst ein bisschen hier in Europa, da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Du musst uns noch erklären, dieses kleine gelbe Etwas. Auch Spielball genannt. Woraus besteht er und wo hat er seinen Ursprung? Ursprünglich kommt er aus Malaysia, ist ein Rattangeflecht, also ein relativ hartes Holzmaterial, circa ein bisschen kleiner als ein Handball. Und mittlerweile für den Turniersport ist der Ball aus Kunststoff angefertigt. Im Doppel ist so, wie man das beim Beachvolleyball kennt, das spielen 2 gegen 2. Und was wir heute sehen, ist Rego-Event, da spielen dann 3 gegen 3. Und die Netzgröße, hat das eine bestimmte Größe? Ist die irgendwie ähnlich dem Federball oder dem Volleyball oder ist es ein ganz unterschiedliches Maß? Nee, ist genau wie beim Badminton, 1,52. Das Spielfeld auch gleiche Größe? Genau, gleiche Größe. Also da kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie groß das Spielfeld ist. Ich glaube, der ein oder andere hat schon mal Badminton gespielt, zumindest in der Schule. Und wie geht so ein Spiel los? Ja, zuerst starten wir mit dem Service. Der Ball wird zugeworfen aus der Anwurfecke. Und der hintere Spieler, der auch Back genannt wird oder Tekong, versucht natürlich den Ball übers Netz rüber zu spielen. Gibt es jetzt da analog zum Volleyball eine Maximalberührungszahl oder? Ähnlich genau wie beim Volleyball, man darf 3-mal spielen. Allerdings darf hier auch 3-mal der Kontakt von ein und der gleichen Person gemacht werden. Also man kann theoretisch jonglieren und selbst drüber kicken? Wenn man dazu in der Lage ist, kann man das auf jeden Fall machen. Wieso in der Lage? Ist es so schwierig? Es gehört auf jeden Fall viel Übung dazu, um den Ball immer mit dem Fuß so gut jonglieren zu können. Und die Jungs da unten, wie lange sind die im Einzelnen schon beim Sport? Also die Urgesteine seit 10 Jahren und ja, der Jüngste glaube ich seit 5 Jahren. So, und während wir der Nationalmannschaft noch ein bisschen zuschauen, machen wir wieder weiter ein bisschen Musik und ich erzähle euch gleich, wo man die Sportart bei uns in der Region ausprobieren kann. Sepak Takraw, das ist die Sportart, die seit 10 Jahren auch in Deutschland zu spielen ist und für alle, die Interesse dran haben, jeden Donnerstag um 19.30 Uhr in Schwetzingen im racketclub.de. Also ihr habt es gehört, racketclub.de, jeden Donnerstag 19.30 Uhr. Für alle, die Interesse haben, mit diesem kleinen Ball einmal zu jonglieren, bis man so gut ist wie die Jungs hinter uns und richtige Spielchen machen kann und sich auch für die deutsche Nationalmannschaft zu qualifizieren, braucht man Gefühlte? Na, 3-4 Jahre sollten es schon sein. 3-4 Jahre sollten es schon sein und die richtigen Guten, die spielen seit 10 Jahren. Genau. Wie lange geht so ein Match? Das ist wie beim Volleyball, geht bis 21 Punkte. Und wird da auch auf 1, 2, 3 Gewinnsätze gespielt? Auf 2 Gewinnsätze und im dritten Satz gibt es dann einen Tiebreak, wie bekannt, bis 15. Wenn man hier mal näher dran steht, sieht man erst, wie schnell das ganze Spiel ist. Das sieht von oben sehr langsam aus, aber es geht doch schon zur Sache. Ja, der Ball erreicht Geschwindigkeiten bis 140 Stundenkilometer. Wow, das sind ja vergleichbar wie beim Tennis die Aufschläge und ich sehe schon, das ist gar nicht so ohne. Man kann ja selbst jonglieren, haben wir gesehen, also man kann den Ball quasi 2-mal selbst berühren, beim 3. Mal muss er übers Netz. Was sind denn so die Eigenarten? Warum spielen 2 immer vorne, einer hinten ist, aber wie ist die Aufteilung auf dem Feld? Also hinten sehen wir den Back bzw. Tekung, der für die Angaben und für den Rückraum, für die Absicherung zuständig ist. Dann auf der Position, in diesem Fall vorne links, haben wir den sogenannten Feeder. Der ist wie beim Volleyball wie der Steller für das Hochbringen des Balls vorne vors Netz zuständig.
und dann gibt es den Striker bzw. Killer, der den Ball dementsprechend töten soll. Sepak Takraw, das ist die Sportart, die wir im Anspielkreis sehen und zu Gast in Teilen aus Hamburg, in Teilen aus Köln und aus Heidelberg und aus der Region die deutsche Nationalmannschaft, die gerade zurückgekehrt sind von der Weltmeisterschaft. Die Jungs sind gerade im Trainingslager, sind extra eine Woche vor dem Harder 13 Cup hier in Mannheim gelandet, haben sich aufgewärmt in Schwetzingen im Racket Center. Dort kann man übrigens auch donnerstags 19.30 Uhr die Sportart mal testen und performen sie gerade hier. Ich hätte mal gerne einen ganz großen SAP Arena Applaus für die Jungs. So, und für alle, die Begeisterung gefunden haben an dieser faszinierenden Sportart, jeden Donnerstag in Schwetzingen im racketclub.de 19.30 Uhr einfach mal vorbeischauen, mitmachen. Also die Jungs, die ihr hier gesehen habt, die spielen in Teilen seit 3, 4 und 10 Jahren. Vorbeischauen, donnerstags in Schwetzingen. Wir bedanken uns nochmal an die deutsche Nationalmannschaft im Sepak Takraw.